Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 11. Ausgabe der Griefer News aus dem neuen Griefer News Plaza Live von CityBuild 4. Das Griefer.info Projekt feiert diesen Monat sein 2-jähriges Jubiläum. Dies wurde vergangene Woche beim Streamer Baboon auf Twitch Live gefeiert. Wie jedes Jahr gibt es in der Weihnachtszeit für die Spieler wieder einiges abzuräumen. Bis zum 26.12. findet der diesjährige Byte & Bit Studio Adventskalender auf entsprechendem Discord-Server mit einem Gesamtwert von über 100 Millionen Dollar statt. Bis zum 20.12. kann man noch auf CityBuild 4 bei dem PA Wünsche seinen Wunsch einwerfen, um an dem jährlichen Dream Wünsche erfüllen teilzunehmen. Gewinner werden ab dem 20.12. gezogen und über das Forum bekannt gegeben. Am 24.12. findet die Aktion Weihnachten gemeinsam statt einsam ab 18 bzw. 21 Uhr auf CityBuild 10 statt. Dort befinden sich auch kleine Geschenke, welche mit Liebe zusammengepackt worden sind. Bis zum 24.12. sind beim Schmiedekalender von CityBuild 8 Wünsche noch einwerfbar. Die Auflösung der 24 Türchen finden live beim Streamer Schichtsteiger statt. Das genaue Datum für den Stream wird noch bekannt gegeben. Der Streamer Neutralpapier wird zum Heiligabend zwischen 18 und 21 Uhr 3-mal den Griefer, 5-mal den Titan, 5-mal den Legende und 10-mal den Ultrarang verlosen. Ebenso am 24. streamt ab 12 Uhr der Moderator Olli auf Twitch, bei dem es kleine Verlosungen und ein Drop-Event geben wird. Am 25.12. wird es ab 9 Uhr bei Olli Randschilder geben. Der Cream Clan veranstaltet bis zum 1. Januar 2024 einen Kartenbauwettbewerb mit 2 Millionen Preisgeld auf der Cloud. Motive sind vor Baubeginn bei der Leitung vorab einzusenden. Enden tut das Event am 1. Januar 2024 um 18 Uhr in einem Stream. Weitere Events sind unter dem Eventbereich im Forum vorzufinden. Alle Forumsbeiträge der genannten Aktion finden Sie in der Videobeschreibung. Kommen wir zum ersten Jahresrecap der Griefer News. Durch 11 Folgen wurden 3000 Aufrufe, 250 positive Bewertungen, fast 100 Kommentare erzielt und 64 Stunden angesehen. Die Griefer Clips haben durch 5 Folgen 1400 Aufrufe, 100 positive Bewertungen, 55 Kommentare erzielt und wurden 55 Stunden angesehen. Die Redaktion kündigt jedoch noch die 6. Folge bis Jahresende an. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch besinnliche Festtage. Auf Wiedersehen.